Thank you.
Zwischen den Erzählungen über die Familie Klopstock haben wir Musik gehört. Ganz besondere Musik, Lebensmelodien. Musik, die in der Zeit des Nationalsozialismus in Konzentrationslagern von Häftlingen geschrieben und oder gespielt wurde. Sie gab ihnen Mut und Hoffnung in all der sie umgebenden Grausamkeit. Eine Gruppe um den Musiker Nur Ben Shalom in Kooperation mit dem evangelischen Kirchenkreis Tempelhof-Schöneberg hat es sich zur Aufgabe gemacht, diese Musik zu sammeln und wieder zum Klingen zu bringen. Ein intensives Projekt, und wir sind dankbar, dass wir zwei Melodien heute hören durften. Als Vertreterin dieses Projektes wird die stellvertretende Superintendentin des Kirchenkreises Tempelhof-Schöneberg, Martina Steffen-Elisch, ein Grußwort an uns richten. Sehr geehrte Leitungs- und Lehrkräfte des Gymnasiums Bernardinum, sehr geehrte Mitglieder der Domgemeinde Fürstenwalde, liebe evangelische Jugend Fürstenwalde, liebe Schülerinnen und Schüler des Bernardinums, liebe Mitwirkende und Gäste, mein herzlicher Dank gilt zunächst einmal euch, den Mitwirkenden an diesem Abend. Besonders natürlich den Musikerinnen und Musikern unter der Leitung von Stefan Peters. Es ist das erste Mal in Deutschland, dass Lebensmelodien von Schülerinnen und Schülern einstudiert und vor einem großen Publikum aufgeführt wurden. Für mich ist es eine große Freude, diesen Augenblick mit Ihnen teilen zu dürfen. Wir spüren damit die Verbindung mit den Schicksalen, die in dieser Musik ihren Ausdruck finden. Die Opfer werden so in der Musik lebendig. Die Lebensmelodien haben einen unverwechselbaren Charakter. Auch die Pandemie konnte ihnen nichts anhaben. Sie fanden ihren Weg zu unseren Ohren und Herzen über alle Distanzen hinweg. 4 klassische Konzerte haben wir als Projekt Lebensmelodien an unterschiedlichen Orten mit hochkarätigen Musikern und Musikerinnen aufgeführt. In der Apostel-Paulus-Kirche in Berlin-Schöneberg, in der Synagoge in der Pestalozzi-Straße und im Museum für islamische Kunst. Und so ist trotz allem eine große Lebensmelodienfamilie entstanden. Und dazu gehört auch ihr, gehören auch Sie, die Schülerinnen und Schüler des Bernardinums jetzt. Wir haben heute in dieser Gedenkveranstaltung zum 9. November biografische Geschichten gehört, die bewegend waren. Umrahmt habt ihr, liebe Schülerinnen und Schüler, die Texte mit musikalischen Beiträgen, darunter 2 Lebensmelodien. Nigun Preda ist ein Abschiedslied und Chat Gadya, das bedeutet ein kleines Lämmlein, ist die Vertonung von Samuel Blasch, einem jüdischen Komponisten aus Ungarn, der in der Shoah ermordet wurde. Lebensmelodien, das sind jüdische Melodien und Werke aus unmenschlichsten Situationen zwischen Leben und Tod. Heute, 83 Jahre nach der Reichspogromnacht, erklingen sie wieder in Deutschland. Damit wird ein Zeichen gegen das Vergessen gesetzt und jüdisches Leben in Deutschland sichtbar gemacht. Mit diesem Anliegen unseres Projektes Lebensmelodien erfahren wir große Unterstützung. Wir danken Dr. Felix Klein, der als Beauftragter der Bundesregierung für jüdisches Leben und den Kampf gegen Antisemitismus
das Projekt Lebensmelodien finanziell fördert. Dazu gehören 10 große Konzerte an unterschiedlichen Orten in Deutschland und am Ende steht ein Buch mit den Melodien und Geschichten. Ganz herzliche Grüße richte ich aus vom gesamten Projektteam Lebensmelodien aus Berlin. Insbesondere vom Superintendenten Michael Radatz und vor allem vom künstlerischen Leiter dieses Projektes, dem Klarinettisten Nur Ben Shalom. Beide wären gerne heute mit dabei gewesen, sind aber beim 9. November-Gedenken an der ehemaligen Synagoge im Bayerischen Viertel in Berlin-Schöneberg eingebunden. Unser Wunsch ist es, nicht nur in Konzerthäusern Kulturveranstaltungen zu veranstalten, sondern Lebensmelodien im nächsten Jahr noch mehr in die Schulen und pädagogischen Einrichtungen dieses Landes zu bringen. Dafür sind Sie, das Bernardinum und die evangelische Jugend in Fürstenwalde, Vorreiter. Dafür danken wir Ihnen ganz herzlich.